Willkommen bei Christian einfach lecker. Heute zeige ich euch, dass ich nicht nur mit Thermomix umgehen kann, nein, ich kann auch ganz normal kochen. Wir haben draußen ein mieses Wetter, also kochen wir im Haus. Deshalb erscheint auch das Video hier auf diesem Kanal und nicht auf meinem Hauptkanal Krutot Barbecue. Was gibt es heute? Heute gibt es ein Curryhühnchen mit Kürbis. Ein Curryhühnchen-Eintopf mit Kürbis, genauer gesagt. Wollt ihr sehen, wie ich es gemacht habe? Ich zeig's euch. Wir brauchen für unser Hähnchen-Eintopf mit Kürbis zunächst erstmal Hähnchenfleisch. Das ist 1 Kilogramm. Hähnchenbrustfilet. Wir brauchen einen Kürbis, der wird ungefähr so 1,7 Kilogramm haben. Wir brauchen Suppengrün. Wir brauchen eine Gemüsezwiebel, ungefähr 800 Gramm fertig geschälte Kartoffeln. Wir brauchen zum Anbraten ein ganz normales Öl. Zum Ablöschen hinter 1,5 Liter Hühnerbrühe. Wir brauchen Kokosnussmilch. Zum Würzen brauchen wir Salz, Pfeffer, 2 Lorbeerblätter, Pimentkörner, 6 Stück. Und wir brauchen ein gutes Curry. Ich würde sagen, ich lege jetzt los. Das Fleisch wird in mundgerechte Stücke geschnitten. Der Kürbis ebenfalls, das gleiche passiert, es wird klein geschnibbelt, das Suppengrün, die Zwiebel wird gehackt und die Kartoffeln werden geschält und auch in kleine Stücke geschnitten. Das sind mehlig kochende Kartoffeln, ganz einfach deshalb, damit ich hinterher eine etwas bindende Konsistenz in dem Eintopf haben werde. Ich würde sagen, ich lege los und dann sehen wir uns gleich hier am Herd wieder, weil es draußen fürchterlich schifft. Aber das macht nichts, wir können das Ganze auch im Haus machen. Für die Leute, die diesen Topf nicht kennen, das ist ein gusseiserner Topf der Firma Petromax, ein sogenannter FT9. FT9 gibt die Größe an. Die meisten Leute im Outdoor-Bereich oder Outdoor-Cooking-Bereich oder Barbecue-Bereich kennen natürlich diese Töpfe. Aber hier auf diesem Kanal, der auf den Kochseiten gepostet wird, dürfte das, glaube ich, etwas Neues sein. Der Vorteil bei diesem Topf ist, dass er halt aus Guss ist. Nicht nur, dass er aus Guss ist, das ist ein Vorteil, sondern das Material bietet den Vorteil. Weil das ist ein offenporiger Guss, der nimmt die Geruchsmoleküle auf und gibt sie später ans Essen wieder ab. Zudem ist er unheimlich pflegeleicht. Man darf ihn halt nur nicht mit Spüli auswaschen oder in die Spülmaschine stecken. Der wird einfach nur mit heißem Wasser und einer Bürste ausgewaschen. Und dann ist er fertig. Von Mal zu Mal, von jedem Benutzen zum Benutzen, wird er immer besser. Der kriegt dann hinterher so eine richtig schöne Patina. Besser als jede Teflonschicht. Und vor allen Dingen, es ist nicht giftig. Teflon setzt sich immer wieder in den Nahrungsmitteln ab und gelangt in den Körper. Ich möchte sowas nicht mehr haben. Und wie gesagt, der Geschmack ist einzigartig. Dieser Topf in der Ausführung ohne Füße unten drunter. Passt wunderbar auch auf dem Ofen im Haus und den nutze ich jetzt zum Anbraten des Fleisches. So, ein bisschen Öl kommt rein. Das lassen wir jetzt schön heiß werden. Und hier drin braten wir jetzt unser Hühnerfleisch an, unser Hühnerfilet. Das ist noch nicht gewürzt und noch nicht gesalzen. So angebraten ist es. Jetzt kommt das Fleisch wieder raus. Wurzelgemüse und die Zwiebel kommen rein. Die spitzen wir jetzt schön an. Und gleichzeitig natürlich unsere Kartoffeln. So ein paar Mengen. Noch ein bisschen Öl dazu und wir gehen mit der Hitze runter, so ich würde sagen mittleren Bereich von 6 auf 3. Müssen halt aufpassen bei diesen Töpfen, die leiten unheimlich gut die Wärme. Alter Schwede, das riecht fantastisch. Wenn das Ganze angespitzt ist, kommt noch ein bisschen Pfeffer dazu.
So. Eine gute Menge Salz. Wir müssen ein bisschen aufpassen, die Brühe, die gleich reinkommt, hat auch noch Salz. Auch noch ein bisschen. Die Pimentkörner kommen rein. Und ich würde sagen 4 Teelöffel Currypulver. 1, 2, 3 und den Rest. Das gesamte spitzen wir jetzt an. Da müssen wir aber aufpassen, dass unsere Gewürze nicht anbrennen. Und dann wird es bitter. Das wollen wir natürlich nicht. Alter Schwede, das ist ein Geruch hier in der Küche. Das ist unheimlich. Gerade von dem Curry. Jetzt löschen wir das Ganze auch schon ab mit unserer Hühnerbrühe. Rein damit. Das Fleisch kommt hinzu. Die beiden Lorbeerblätter kommen rein. Die Kokosmilch kommt hinzu. Das Ganze jetzt verrühren. Leute, das riecht, das ist der Hammer. Deckel drauf und das Gesamte lassen wir jetzt ungefähr 20-25 Minuten köcheln, kochen. 20 Minuten sind rum, schauen wie es aussieht. Alter Schwede, das riecht, das ist der Hammer. Jetzt kommt unser Kürbis dazu. Nehmen erstmal die Hälfte. Ein bisschen kann noch. Aber auf jeden Fall kein ganzer Kürbis. Ich denke mal so 800 Gramm an Kürbismasse, fertig geschält, sollte reichen. Das Gesamte kochen wir jetzt noch mal 10 Minuten und dann ist es auch schon fertig. Aus dem Rest vom Kürbis gibt es morgen einen Kürbischutney. Ich bin ja schon gespannt, wie es wird. Die letzten 10 Minuten sind rum, es sollte jetzt fertig sein. Das riecht lecker. Das riecht richtig gut. Ziehen wir das Ganze runter von der Flamme und servieren. So sieht's aus, so soll es sein. Riechen tut's gut. Wenn es jetzt auch noch so gut schmeckt, wie es aussieht und riecht, dann bin ich ja zufrieden. Bin mal gespannt. Wow. Richtig schön würzig. Gut gewürzt. Mal schauen, wie das Fleisch ist. Das kann was. Mal schauen, wie der Kürbis schmeckt. Nicht kaputt gekocht. Klasse. Wir werden jetzt verkosten, meine Family und ich, und dann gibt es gleich das Fazit. Fazit, alter Schwede, was soll ich sagen? Das war ein richtig leckeres Essen. Nicht zu fettig, nicht zu mager, ausgewogen im Geschmack. Der Curry kam gut, war aber nicht aufdringlich. Das Gesamte war eine richtig gute Komposition. Es war eine richtig runde Sache. Sehr, sehr lecker und einfach und vor allem schnell zu machen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Abonniert mich, netten Kommentar, immer alle mal gerne. In dem Sinne, euer Christian, Glück auf!